Lux leuchtet ein. Menschenaffen. Wir alle kennen sie aus dem Dschungelbuch. Wir gehen mal mit den Menschenaffen auf Tuchfühlung und hören uns hier ein bisschen um. Vielleicht darf ich ja sogar mal einen streicheln. Das genetische Material ist mit uns sehr nah und der Name indonesisch Orang-Utan bedeutet auch übersetzt Waldmensch. Also sind eigentlich die Menschenaffen, die sich am ähnlichsten dem Menschen anpassen, beziehungsweise wir auch vielleicht die ähnlichsten Eigenarten haben wie der Orang-Utan, wenn man es davon mal so rumsehen würde mit dieser Brille. Wir haben in Frankfurt leider einer der ältesten Orang-Utan-Männers überhaupt im letzten Jahr verloren. Der muss leider eingeschläfert werden, weil mit über 50 Jahren schon die Gelenke so geschmerzt haben, dass wir gemerkt haben, der Bewegungsradius ist so eingeschränkt, dass wir ihn leider einschläfern mussten. Schade, dass ich heute keinen Orang-Utan streicheln oder wenigstens füttern durfte. Aber die sind ja auch vom Aussterben bedroht und da bin ich froh, dass sie hier in Frankfurt ein schönes neues Zuhause gefunden haben. Lux leuchtet ein.